raubt die Muße und auch dieses sich auf sich selber konzentrieren und sich nicht immer nur in Konkurrenz.
Teilnehmende. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der nächsten Folge, der nächsten Runde der Dresden-Düsseldorfer Gespräche zur Geschichte und Gegenwart. Und diejenigen, die hier im Raum sind, kennen die meisten von Ihnen das Konzept schon. Es geht uns heute darum, eine bedeutende Wissenschaftlerin, eine Kollegin, deren Forschung und Beiträge einen bedeutenden, auch öffentlichen Einfluss entwickelt haben, Ihnen als Person hinter diesen Forschungen vorzustellen, einen Einblick Ihnen zu geben in wissenschaftliche Praxis, darin, wie wissenschaftliche Expertise entsteht. Und wir freuen uns, heute mit Claudia Wiesemann sprechen zu können. Claudia Wiesemann stelle ich Ihnen an dieser Stelle nicht vor. Sie kennen das Spiel, sondern wir stellen Claudia Wiesemann gemeinsam, Heiner Fangerau und ich, gleich im Laufe des Gesprächs vor. Und für alle, die uns vielleicht doch noch nicht kennen, wir führen diese Dresden-Düsseldorfer Gespräche zusammen. Rechts an meiner Seite mein Kollege Heiner Fangerau vom Institut für Geschichte der Medizin der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und ich bin Dagmar Ellerbrock von der TU Dresden und habe hier die Professur für Neuere und Neueste Geschichte. Frau Wiesemann, wir fangen immer mit derselben Frage an. Wir fragen unsere Gäste immer, wie und wo sie aufgewachsen sind. In der Provinz. Das muss man, glaube ich, klarerweise so sagen. Ostwestfalen. Wir haben uns gerade ausgetauscht, dass wir diese Gegend gut kennen. Und in der Provinz heißt ohne Anschluss an eine Universität, in einer nicht akademischen Familie, in der meine etwas ältere Schwester die erste war, die studierte. Wir beide kennen uns schon eine Weile. Ich habe mal bei Claudia Wiesemann arbeiten dürfen und habe viel gelernt. Deswegen duzen wir uns auch. Ich hoffe, das ist für das Gespräch okay. Aber wenn wir das weitermachen. Provinz, fernab der Universität. Und dann hast du Medizin studiert und später dann Geschichte. Warum Medizin? Wie bist du zur Medizin gekommen? Ja, das muss ich sagen. Das frage ich mich immer noch. Ich war ein Bücherwurm, ich war ganz gut in der Schule, deswegen waren meine Eltern überzeugt, dass ich Medizin studieren sollte und ich war überzeugt, dass ich das auf keinen Fall tue. Das hat sich irgendwie ergänzt und dann hat es eine psychologische Berufsberatung gegeben an der Schule mit verschiedenen Tests und dem Psychologen habe ich erzählt, ich will Psychologie studieren und ich dachte, er ist begeistert. Und das ist ein Unsinn, studieren Sie Medizin, dann können Sie hinterher als Psychologe arbeiten und werden besser bezahlt. Das war sein Argument. Und ich glaube, er hatte recht damals. Heute vielleicht nicht mehr so sehr, aber damals war es tatsächlich so, die ganze Psychotherapie war in der Medizin. Und von dem Argument habe ich mich dann überzeugen lassen und habe dann Medizin studiert in Münster, also nicht so weit weg von meiner Heimat, weil sonst hätte ich schon das Fremdeln angefangen. Ich war eben nicht wirklich auf die große Welt vorbereitet. Und in dem Studium hast du da nach links, rechts geguckt oder erst mal die Medizin durchgezogen? Ich wollte ja Psychologie studieren. Also hatte ich gedacht, so, und jetzt kriege ich die schöne Ausbildung dafür. Und es war eine Katastrophe, denn das Grundstudium in der Medizin, das ist Physik und Chemie und Biochemie und dann nochmal wieder Physik und Chemie und Biochemie. Und sehr frustrierend für jemanden, der ein Interesse an psychologischen Fragen hat. Und es wurde uns aber auch ganz klar gemacht, dass es also so etwas eigentlich gar keine Rolle spielt. Also der Körper ist ein naturwissenschaftliches Objekt und als solches muss er studiert werden. Und da war ich schon damals nicht so besonders überzeugt von dieser These. Und deswegen war es eine Überlebensstrategie, nach rechts und nach links zu gucken. Also zuerst den sehr, sehr beeindruckenden Medizinpsychologen in Münster. Leider wird dieses Fach fast überall abgewickelt mittlerweile an den medizinischen Fakultäten. Für mich war das überlebenswichtig. Und dann später die Medizingeschichte, weil ich wollte verstehen, warum es diese Scheuklappensicht auf den menschlichen Körper gibt, die nur naturwissenschaftliche Erklärungen zulässt. Und das ging dann am ehesten, indem man in die Geschichte guckte. Aber Sie haben an der Medizin festgehalten. Es hätte ja vielleicht auch die Option gegeben, nach zwei Semestern zu sagen, das ist nicht mein Ding. Ich wechsle in einen anderen Fachbereich. Münster ist eine
riesige, volle Universität. Da gab es ja genug Angebote. Ich glaube, das kam in meinem Denken nicht vor. Also so ein, das wäre ein Scheitern gewesen. Und also, es war die Universität ohnehin schon ein so ungewohntes Pflaster für mich und auch ein befremdliches Pflaster. Mir war gar nicht klar, dass man da hin und her jonglieren könnte. Ja, das ist das Denken, sagen der nicht akademischen Familie ist, da macht man einen ehrenwerten Beruf, den erwirbt man da. Das ist entweder, meine Schwester ist Juristin geworden, ich habe Medizin studiert, ich habe einen Bruder, der Theologie studiert hat und einen der Wirtschaftswissenschaften. Und das war irgendwie das Denken meiner Eltern. So, es gab einfach klare Karrieren und es war nicht so, dass man was ausprobierte und dann noch woanders hinging. Und das hatte ich doch internalisiert, das muss ich sagen, diese Art von, ja, letztendlich ist es ja so ein Aufsteigerwillen im Prinzip, der einer bestimmten Mittelschicht zu eigen ist. Den ehrenwerten Beruf hast du dann auch ergriffen. Das spricht ja auch für dieses Durchbeißen. Du hast 4 Jahre oder fast 5? 3. 3 in der inneren Medizin gearbeitet. Ist da nach den 3 Jahren irgendwas passiert, dass du da gesagt hast, so jetzt Schnitt, jetzt will ich Geschichte und Philosophie studieren? Oder war da einfach eine Phase vorbei? Wie kam es dazu? Warum so durchbeißen und dann auf einmal einen Schnitt? Ja, einmal wollte ich auf jeden Fall wissen, warum ich mir das alles angetan habe. Ich wollte in diesem Beruf arbeiten. Ich hatte dieses Studium hinter mich gebracht und das musste ja irgendeinen Sinn erfüllen. Und den hat es dann auch für mich erfüllt. Ich fand das sehr befriedigend, dann als Ärztin zu arbeiten. Das hatte plötzlich eine andere Dimension, weil es natürlich, da merkt man, dass es enorm auf das Gespräch ankommt und auf das Verständnis für den Patienten und ein Einschätzen von dessen Lebenssituation. Aber nach 3 Jahren war mir klar, dass das keine Langfristperspektive ist für mich. Also ich fand dann am Ende doch meinen Kopf untergenutzt sozusagen und wollte einfach noch ein bisschen mehr Denkfutter bekommen. Und du hast die Medizingeschichte in Münster schon angesprochen, die Medizinpsychologie. War das aus dem Studium noch der Trigger, dann Geschichte und Philosophie zu studieren oder gab es andere Impulse? Ich hatte ja eine Doktorarbeit angefangen in der Medizingeschichte. Auch in dem Wunsch, mehr zu verstehen über die moderne Medizin. Und wie das so ist mit den Doktorarbeiten, die in der Medizinethik und der Medizingeschichte geschrieben werden, die sind anspruchsvoll und da muss man plötzlich eine ganz neue Methodik lernen, die einem niemand gezeigt hat im Studium. Und ich war natürlich nicht fertig geworden mit dem Abschluss des Medizinstudiums und während des Arbeitens konnte man dann nicht wirklich dran arbeiten. Also ich hatte auch die Vorstellung, ich will die jetzt zu Ende bringen und ich möchte dazu noch ein bisschen historisches Rüstzeug bekommen. Das war ein Grund, dann eine neuere Geschichte zu studieren und für Philosophie hatte ich mich ohnehin interessiert, also habe ich das auch noch mit dazu genommen und dann, und das war dann wirklich nochmal ein echter Eye-Opener, nochmal eine ganz neue Welt kennenzulernen, in der man tatsächlich reflektieren kann über Grundbegriffe des menschlichen Daseins. Das fand ich spannend. Und hat dich in der Geschichte irgendein Text, irgendeine Person nachhaltig beeindruckt, neben den ganzen neuen Erfahrungen, dass du gesagt hättest, das ist jetzt eine Methode, das ist ein Zugriff, den wende ich auf meine Arbeit an? Oder war es das Arbeitsthema da und die vielen Zugänge, Methoden haben geholfen, die Arbeit fertigzustellen? Ganz, ganz wichtig war meine Doktormutter, eine Wissenschaftsphilosophin, Nelly Tsouliopoulos. Überhaupt war das Münsteraner Medizinhistorische Institut, das war sehr wissenschaftsphilosophisch aufgestellt. Es gab mit Kasim Sadegzadeh einen analytischen Philosophen, der Medizinbegriffe durchdachte. Und meine Doktormutter war jemand, die von der Wissenschaftstheorie herkam und versuchte, die grundlegenden theoretischen Konzepte der Medizin historisch zu verstehen und herzuleiten.
Und er hat sich, also es war einfach auch ein bewundernswerter Mensch und eine Person, die einem als Mentor agiert hat, die über der man ständig zu Hause eingeladen war, was für mich erstmal dieses ganze akademische Niveau normalisiert hat. Mhm. Ich war auch in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen worden und da machten die Vertrauensdozenten, die luden dann auch nach Hause ein. Aber das hat mich unglaublich verschüchtert, da zu sitzen und an so einem Tisch, an dem alle anderen irgendwie parlierten, ich weiß nicht, über ihre Themen. Und ich irgendwie nicht wusste, wie ich mich benehmen sollte. Und bei Nelly Tsuyopoulos saß man mit ihrer Katze am Tisch und diskutierte auf so eine ganz normale Art und Weise über die Medizin und was für Denkkonzepte die Medizin von heute mit sich bringt, ohne sie eigentlich gut zu kennen. Und das hat, da war ich dann richtig angefixt, das muss ich sagen. Da habe ich gedacht, wenn Wissenschaft so ist, dann will ich auch Wissenschaftlerin werden. Das Thema der Doktorarbeit hat den Titel Josef Dietl und der therapeutische Nihilismus. Und dann kommt es zum historischen und politischen Hintergrund einer medizinischen These. Was verbirgt sich dahinter und wie war da der Einfluss dieser Münsteraner Theorie? Ja, Nelly sagte, das musst du mal machen. Das war so irgendwie, da musst du mal gucken. Das ist interessant. Das war, und darauf konnte man sich eigentlich ganz gut verlassen, wenn sie dieses Urteil hatte. Und ich fand das sowieso, dieser Nihilismus-Gedanke, faszinierend, weil ich erlebte die moderne Medizin tatsächlich als in einem gewissen Grade nihilistisch. Mhm. Ja. Kannst du kurz, das wissen vielleicht nicht alle, was therapeutischer Nihilismus meint, ganz kurz erklären dazu? Ist eine Schule gewesen des 19. Jahrhunderts, die sich ganz und gar den Naturwissenschaften verschrieben hatte und die Vorstellung hatte, wir müssen zunächst einmal alles verstehen, die Krankheiten, die es gibt auf der Welt, alle herleiten können, und zwar physikalisch und chemisch herleiten können. Und wenn das gelungen ist, dann können wir anfangen zu therapieren. Mhm. Vorher nicht. Mhm. Und sie haben ein paar Erfolge erzielt insofern, als sie tatsächlich alte Therapiemethoden wie das Aderlassen beispielsweise oder das Abführen einfach beiseite gelassen haben und dann ging es den Patienten tatsächlich besser. Darin haben sie sich bestärkt gesehen. Aber diese Idee, also wir warten mal ab, bis wir alles erklärt und verstanden haben und dann fangen wir an zu therapien, die habe ich in gewisser Weise in der modernen Medizin wiedergefunden. Denn auch heute ist das noch so, dass man ja extrem viel Energie steckt darin, irgendeinen molekularen Prozess irgendwie im Detail zu beschreiben. Wie viel Relevanz das am Ende für den Alltag von Patientinnen und Patienten hat, ist wirklich unklar. Und dieses Missverhältnis, das fand ich schon, das war schon sehr krass zu spüren. Und das Politische dabei? Das Politische dabei hatte auch eine große Rolle gespielt, denn das waren letztendlich, diese Naturwissenschaftler waren letztendlich auch solche, die sich unabhängig machen wollten von staatlicher Aufsicht und staatlicher Zensur. Das hat eine interessante Synergien letztendlich. Also man hat mit dieser rationalistischen Perspektive auch versucht, sich zu emanzipieren von staatlicher Aufsicht und von Obrigkeit. Mhm. Ja, also nach dem Motto, die Wissenschaft kann nur für sich stehen, die kann sich nur ihre eigenen Gesetze geben, da darf der Staat nicht hineinpfuschen. Und das war auch noch in Wien. In Wien war sowieso in der Restauration der Zeit nach dem am Beginn des 19. Jahrhunderts die Wissenschaft war der Zensur unterworfen beispielsweise und man wollte sich davon wirklich emanzipieren. Und das war eigentlich eine interessante Synergie, finde ich nach wie vor. Das eine ist ein sehr sympathischer Prozess und das andere ist etwas, ihr seid wahnsinnig übers Ziel hinausgeschossen mit diesen Ideen. Ja. Aber es ist ja häufig so, wenn Denkschulen dann dominant werden, dass sie ihr emanzipatives Potenzial verlieren. Aber ich würde gerne noch mal auf diesen Gedanken des Scheiterns von vorhin zurückkommen. Also Sie haben gesagt, Studiengang wechseln wäre ein Scheitern gewesen. Aus meiner Sicht erscheint das so, dass wenn man dann im Beruf angekommen ist und nach 3 Jahren sagt, ich studiere jetzt noch mal was ganz Neues, ist das nicht noch viel schwieriger? Ist die Hürde nicht noch viel größer?
Oder hat Sie da die Studienstiftung getragen und dieses Gefühl, das ist der Bereich, in den ich ankommen will? Was war da der Motivator, der Sie dann über die Hürde getragen hat? Ich war einfach selbstbewusster geworden bis dahin. Und ich hatte dann auch den Eindruck, ich habe einen Beruf erlernt, das ist solide. Ich kann in die Medizin immer wieder zurück. Mhm. Ich kann damit immer mein Brot verdienen. Und deswegen kann ich mir jetzt diesen Luxus erlauben, noch zu studieren. Ich habe ärztliche Notdienste gemacht in der Zeit und damit ganz gut Geld verdient und hatte wirklich Muße zum Studieren. War dann einfach eine ganz neue Lebenssituation plötzlich. Die habe ich sehr genossen. Das hat mich sehr geprägt. Da hatte ich plötzlich den Eindruck, so kann Studium sein, so kann Wissenschaft sein. Und die Studienstiftung, da bin ich immer noch dankbar, dass sie mir dieses Studium finanziert hat. Meine Eltern hatten 4 Kinder. Es war für die überhaupt nicht leicht, die studieren zu lassen. Und dadurch war ich sehr unabhängig. Aber also die Studienstiftung war fast noch schlimmer auf diese naturwissenschaftliche Richtung gepolt. Und ich hatte immer den Eindruck, in ihren Augen scheitere ich, mache ich nichts Gescheites. Ich habe ihnen dann aber auch in den Berichten immer eigens noch was reingehängt, dass ich dann noch mich mit Homöopathie befasst habe und mit Akupunktur irgendwann habe ich das dann auch genossen, das so reinzuschreiben. Das war irgendwie gar nicht gut. Also Sie hatten schon auch so ein bisschen einen rebellischen Aspekt dann in dieser etwas fortgeschrittenen Ausbildungszeit. Doch, das glaube ich, muss man so sagen. Ich glaube, ich war auch anstrengend, dass ich meine Vertrauensdozentin in Bonn, die hat wahrscheinlich immer nur gestöhnt, wenn sie mal richtig gesehen hat. Ein bisschen tut mir das leid. Vielleicht hört sie mich jetzt hier. Nach der Promotion hat sich dann eine Assistenz in der Medizingeschichte angeschlossen. War das der Moment, wo Sie das Gefühl hatten, so jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich da, wo sich mein Berufsweg so entfaltet, wie das meinen Begabungen und Interessen entspricht? Ja, das war es. Es war letztendlich auch ein bisschen wieder dem Zufall, weil es war niemand an meiner Seite, der meine Karriere mit mir geplant hat. Es hat deswegen viel Zufall eine Rolle gespielt. Und ich hatte meine Dissertation fertiggestellt. Ich habe auf einer Party davon ganz begeistert einer Freundin erzählt. Und die sagte, ach ja, wenn das so ist, schau mal, dann bewirbst du dich jetzt einfach überall. Da gibt es doch bestimmt eine Stelle für dich. Du bist so toll ausgebildet. Und ich dachte, eigentlich hat sie recht. Und danach habe ich mich hingesetzt und habe 15 Bewerbungen geschrieben, Blindbewerbungen in die ganze Bundesrepublik. Und dann kam eine sehr freundliche Antwort aus Erlangen, ob ich mich mal vorstellen möchte. Und da bin ich dann gelandet. Das finde ich jetzt eine interessante Rahmung, dass Sie eine proaktive Bewerbung, die auf Ihren Qualifikationen beruht, als Zufall akzentuieren. Mhm. Man könnte ja auch sagen, das ist das Ergebnis von Leistung und Fleiß und Initiative. Ja, jein. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich einfach überall zu bewerben, wenn diese Person das nicht gesagt hätte in der Situation. Und da sieht man eben, dass ich nicht, ich war nicht vertraut mit diesen ganzen Freiheitsmöglichkeiten, ja. Freiheitsgraden. Ja. Ja. Ich hatte allerdings auch ein Angebot vom Münsteraner Medizinischen Historischen Institut für eine Projektstelle. Das hätte ich auch gemacht. Also ich hatte schon irgendwie eine Anschlussmöglichkeit. Aber damit habe ich was viel Besseres gefunden. Ich hatte dann eine richtige bayerische Assistentenstelle. Ich glaube, man darf das heute gar nicht mehr laut sagen. Mit 6 Jahre bis zur Habilitation, Verlängerungsmöglichkeit um weitere 4 Jahre. Und wenn man in der medizinischen Fakultät war, dann kriegte man noch, glaube ich, weitere 4 oder 6 Jahre obendrauf. Ich weiß das gar nicht mehr. Es war ein endlos langer, toller Vertrag, den ich nicht ausgenutzt habe, aber der einem sehr, sehr viel Sicherheit gegeben hat. Und wenn ich denke, wie heute, ich bin Hanna, wie viel Frustration sich äußert über diese ganzen Kettenverträge. Absolut. Das ist wirklich verständlich, dass sich hier große Empörung festmacht an diesem Punkt. Ja, Frustration, und wir verlieren natürlich auch viel an Talent und von wissenschaftlicher Innovationskraft dafür. Ja. Deine Habilitation ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass diese
Freiheitsgrade oder diese Zeit, die man hat, nicht dazu führt, was heute überall gesagt wird, die Leute werden faul und machen nichts mehr und reizen die Zeit aus. Du hast dich relativ schnell habilitiert, 1995, für Geschichte und Ethik. Magst du da etwas zu dem Habilitationsthema sagen, die heimliche Krankheit, eine Geschichte des Suchtbegriffs, wie du darauf gekommen bist nach dem therapeutischen Nihilismus in Erlangen? Hast du das selber ausgesucht oder bist du geschoben worden? Nein, das habe ich mir selber ausgesucht. Das war mein erstes eigenständiges Thema, was eine richtige Tiefe hatte, fand ich. Und bin auch nach wie vor immer noch ganz überzeugt davon, dass das ein ganz wichtiger Aspekt wäre für die moderne Medizin, sich mehr mit solchen Prozessen zu beschäftigen, die zu so etwas wie Sucht führen. Und nicht, weil es um diese ganzen sozialen Folgen von Sucht geht, sondern weil wir etwas verstehen können über den menschlichen Organismus. Und zwar eigentlich ist der wesentlich wichtigere Begriff als der Sucht, ist der Gewöhnung. Mhm. Wir gewöhnen uns an Dinge, und zwar als Organismus. Mhm. Und das bedeutet, wir haben verstellte oder veränderte Gleichgewichte, veränderte Normen, veränderte Normalitäten. Mhm. Und was dem zugrunde liegt und auch was es für Auswirkungen haben kann, das wäre wirklich... Wäre wirklich wichtig, besser zu verstehen. Sucht ist nur ein Beispiel dafür. Da ist es natürlich besonders krass, wenn der Süchtige sich eine Heroindosis zuführen kann, die uns Ungewohnte auf Anhieb töten würde. Und für diese Person erschafft es nur einen Zustand der Normalität, noch nicht mal einen Zustand des Ekstatischseins oder etwas. Mhm. Was ist das? Was ist dieses eigenartige Phänomen des Körpers, dass so etwas produzieren kann? Warum ist der Leistungssportler so gewöhnt daran, Sport zu betreiben, dass er nicht einfach aufhören kann, Sport zu machen, sondern abtrainieren muss? Mhm. Warum hat er einen Puls von 40, und mit dem wir uns krank fühlen würden, wenn wir nicht Leistungssportlerinnen oder Sportler sind? Und für diese Person ist das Normalität. Und diese Prozesse finde ich wahnsinnig spannend, nach wie vor, auch heute noch immer noch sehr, sehr spannend. Und denke nach wie vor, dass die Medizin etwas versäumt, sich mit diesen Anpassungsvorgängen zu befassen. Im Prinzip kommen da ja auch wieder Ihre psychologischen Interessen etwas zum Vorschein. Die Psychologie diskutiert das unter den habituellen Verhaltenseinübungen. Und ist das etwas, wo Sie sagen würden, da können wir interdisziplinär viel, viel mehr lernen voneinander, als dass wir das bisher tun? Ganz sicher. Denn da spielt dann eben genau unsere Lebensweise hinein etwa. Oder auch die Versuche, Lebensweise zu adaptieren, zu verändern. Je älter man wird, desto stärker wird einem klar, wie viel Habitus man erwirbt, was man einübt, wie viel Zeit vergehen muss, damit ein bestimmtes Denken, ein bestimmtes Verhalten zur absoluten Normalität wird. Im Zug zu sitzen und 2 Stunden lang den Umgebungslärm auszublenden und eine Dissertation durchzukorrigieren, um so ein Beispiel zu nennen, das ist etwas, was ich über lange Jahre hinweg eingeübt habe und mir jetzt einfach überhaupt keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Und darüber mehr zu wissen, ist vielleicht auch etwas, was mich im Alter jetzt mehr und mehr interessiert, weil ich es an meinem eigenen Leben erlebe, wie viel Gewöhnung, Gewohnheit, Eingewöhnung eine Rolle spielt. Im Titel hast du ja mit dem heimlich ein kleines Wortspiel eingebaut. Mhm. Gerade hier im Hygienemuseum stellt sich ja die Frage, ist diese Idee von öffentlicher Krankheit oder Medikalisierung des Privaten, ist das ein Zugang gewesen, der dich dann auch für die Ethik interessiert hat? Oder hat die Habilitation nichts mit dem Interesse für Philosophie und Ethik zu tun? Weniger.
Ich hatte immer diesen einen wissenschaftstheoretischen Schwerpunkt, dieses wissenschaftstheoretische Interesse. Ich habe aber auch immer ein Interesse gehabt für die Situation von Patientinnen und Patienten und wie man die verbessern kann. Das geht ja auch ein bisschen einher. Meine Erfahrung war, dass die Patientinnen und Patienten in dieser sehr naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin oft wirklich schlecht behandelt wurden, weil essentielle Bedürfnisse nicht befriedigt wurden, nach Zuwendung, nach Aufbau im Gespräch, nach Respekt vor ihren Gewohnheiten, die sie nicht so leicht ablegen konnten. Und das war schon, also ich habe studiert ab 77 bis Mitte der 80er Jahre. Es war schon noch krass, wie mit Patientinnen und Patienten umgegangen wurde. Also regelrecht grob teilweise. Und ich hatte immer parallel diese Frage, wie, was haben wir denn für Instrumente an der Hand, um zu sagen, nee, so geht es doch eigentlich nicht. Da war die Medizinpsychologie ja ein Instrument, aber wurde ja gar nicht ernst genommen in der Medizin. Und das hat mich auch so als nagendes Gefühl begleitet. Hast du deshalb 97 zum Jubiläum der Nürnberger Ärzteprozesse die Medizin ohne Menschlichkeit neu aufgelegt mit dem IPPNW? War das eine Triebfeder? Auf jeden Fall. Denn eine Wurzel dieser etwas rabiaten Art, mit Patientinnen und Patienten umzugehen, war ja sicher noch das Erbe aus dem Nationalsozialismus. Diese Gleichschaltung der Medizin auf den Volkskörper hin, die Übermacht der Medizin, die hat ja eine wichtige Rolle im Aufbau des NS-Staates erhalten, bis hin zur sozusagen Terrorisierung von Menschen, um den Volkskörper reinzuhalten. Bis hin zur Tötung des unwerten Lebens. Diese Einflüsse spürte man einfach noch. Diese Macht, die der Medizin gegeben worden war in dieser Zeit. Und das war, glaube ich, wie Medizin der Gegenwart noch aufzuspüren. Liege ich da richtig? Du hast das mit Studierenden auch gemacht, damals mit dem IPPNW. Ärzte gegen den Atomkrieg. Mhm. Gab es damals Kritik oder war die Phase der Kritik vorbei? Ich weiß nur, dass der IPPNW gerade in Deutschland viel in der Kritik war, als fünfte Kolonne Moskaus und so weiter. Und dann noch Ende der 90er, war nicht mehr Ende der 80er. Das Thema NS war schon angearbeitet, aber auch noch nicht unbedingt gängig in der Medizingeschichte. Hast du Kritik bekommen für diese Aktivität und das Nein, Buch oder das, Akzeptanz? Das wurde akzeptiert. Da hat man schon gemerkt, dass jetzt eine neue Generation an Hochschullehrern da war, die nicht mehr unbedingt ihre Väter verteidigen musste. Das war ja ein psychologisches Problem der Nachkriegsgeneration war, die waren ausgebildet bei den NS-Medizinern und die hatten immer noch das Gefühl, ihnen gegenüber loyal sein zu müssen. Das hat eine Aufarbeitung verhindert. Mittlerweile war aber auch diese Generation abgelöst, sozusagen diese Söhne-Generation, die Kritik an der wissenschaftlichen Elterngeneration deswegen nicht akzeptieren konnte, weil sie Teil ihrer eigenen Identität geworden war. Nein, das war in den 90er Jahren. Da war ein wesentlich offeneres, angenehmeres Klima, in dem solche Fragen tatsächlich auch ernst genommen wurden, auch von den Studenten und ernst genommen wurden und auch nachgefragt wurden. Die Zusammenarbeit mit den Studierenden, ist natürlich eine rhetorische Frage und man weiß, was man antworten muss, aber vielleicht kannst du ins Detail gehen. Last oder Lust, darauf wollte ich hinaus. Also die Studierenden mussten die eingefangen werden, mussten die methodisch angeleitet werden oder waren die so engagiert, dass die in diesem Projekt selbst gezogen haben? Das war wunderbar. Also da gab es so eine wunderbare Eigenmotivation. Das ließ sich so gut auch mit medizinethischen Fragen verknüpfen. Und es gab so einen richtigen Hunger einer kleineren Gruppe von Studierenden nach Auseinandersetzung mit ethischen Grundfragen der Medizin. Aber es war immer nur eine kleine Gruppe. Es ist ja, Medizin ist ja ein Massenstudium. In fast allen Studienorten in Erlangen war das auch so. Und die Mehrheit
zog das Studium durch, ohne großartig nach links und rechts zu gucken, war vielleicht auch eine Überlebensstrategie. Es ist nach wie vor ja etwas anstrengendes, Medizin zu studieren. Aber diese kleine, interessierte Gruppe, die war sehr motivierend. Und mit denen zusammenzuarbeiten, hat sehr viel Vergnügen bereitet. Sie haben dann relativ schnell nach der Habilitation 1998 einen Ruf bekommen und wurden Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin in Göttingen. Mhm. Und damit kam, wenn ich so Ihre Publikationsliste richtig lese, ein noch stärkerer Schwenk Richtung Ethik und Ethik der Medizin. Was waren da die Themen, die Sie setzen wollten, die Sie umgetrieben haben? In den 90er Jahren noch sehr stark die Transplantationsmedizin, die ich auch erst versucht habe, historisch zu verstehen. Ja, stark geprägt ist von Konzept des Hirntods, dass Transplantationsmedizin, postmortale Transplantation überhaupt erst möglich macht. Und ich habe versucht herauszufinden, wie denn dieses Konzept historisch entstehen konnte. Später dann in den 2000ern sind andere Themen hinzugekommen. Reproduktionsmedizin wurde ja mehr und mehr wichtig und auch stand auch mehr und mehr in den Medien, auch in der Kritik mit den neuen Möglichkeiten der assistierten Reproduktion etwa. Eigentlich die Themen sind einem nicht ausgegangen. Die Medizin hat dafür gesorgt, dass wir einen ewigen Nachschub haben in medizinethischen Fragen. Und es hat so eine Eigendynamik bekommen. Ich habe eine lange Zeit noch gedacht, mein Gott, meine wissenschaftstheoretischen Überlegungen, die sind doch wichtig für euch. Ihr müsstet doch etwas davon verstehen, dann würdet ihr bessere Medizin machen. Aber das hat so eine, die Ethik hat da, es war so eine starke Nachfrage nach medizinethischer Beratung und Anleitung, dass ich bin dem Sog dann gefolgt und am Ende eigentlich Medizinethikerin geworden. Was ja natürlich auch eine wichtige, Sie haben es eben gesagt, es gibt eine Nachfrage, es ist eine wichtige Fragestellung. Und Sie haben ja auch erläutert, dass die historische Rahmung für Sie immer ein Orientierungspunkt war, um diese medizinethischen Fragen eingruppieren zu können. Wenn man jetzt mal die Jahrzehnte so ein bisschen Revue passieren lässt, dann sehen wir ja auch in den Themen, die Sie bearbeitet haben, dass sich Normen ändern, dass sich Normen verschieben. Wie geht man dann als Medizinethikerin damit um, vor allem als historisch vorgebildete Medizinethikerin? Einigermaßen entspannt. Das hat was damit zu tun, dass ich diesen Prozess der Veränderung unserer Gesellschaft als angenehm, im Wesentlichen als angenehm erlebe. Ein Grundveränderungsprozess ist dafür verantwortlich, dass ich überhaupt hier sitze. Das ist die Emanzipation der Frau im 20. Jahrhundert. Es ist vielleicht die größte gesellschaftliche Revolution, die sich in den westlichen Gesellschaften vollzogen hat im 20. Jahrhundert und hat nach wie vor Auswirkungen auf so viele Gesellschaftskreise, zieht ja auch so viele Emanzipationsbewegungen anderer gesellschaftlicher Gruppen nach sich. Ich erlebe auch, dass diese Liberalisierung der Gesellschaft, das Aufbrechen von starren Familienstrukturen als angenehm. Bin dankbar dafür, auch als Medizinethikerin dankbar dafür, weil ich glaube, es macht vieles leichter, was sich an ethischen Fragen dreht, rund zum Beispiel um Familienplanung und assistierte Reproduktion. Ich bin ein Optimist, eine Optimistin geworden im Laufe dieser Zeit, im Laufe meines eigenen Lebens. Ich sehe einen im Grundsatz nach positiven gesellschaftlichen Prozess, der bedroht ist natürlich, ohne Zweifel, von politischen Backlash, von ultrakonservativen Bewegungen, von Bewegungen auch zurück zu autoritären Regimen. Kann man nicht leugnen. Aber ich finde es auch bewundernswert, wie wir es als Gesellschaft, und wir, sage ich jetzt in dem Fall mal, wir als deutsche Gesellschaft, schaffen, diese liberalen Werte zu verteidigen. Gleichzeitig ist dieser Wandel ja aber auch sozusagen die Bühne, vor der man immer sagen muss, das ist die ethische Entscheidung, die wir heute in dieser Konstellation treffen. Und vor
50 Jahren hätte sie anders ausgesehen und in 50 Jahren sieht sie vielleicht wieder anders aus. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit Menschen spricht, die aus einem sehr empirischen Weltbild kommen, dass dieser Wandel zu Reibungen führt. Ja, das stimmt. Er ist aber nicht so tiefgreifend, wie wir vielleicht manchmal glauben. Mhm. Also nehmen wir mal den Begriff der Familie oder der Elternschaft. Dann haben sich zwar sehr viele gesellschaftliche Bedingungen gewandelt, aber die Menschen, die diese Entscheidung treffen, streben immer noch nach bestimmten moralischen Idealen von Loyalität und Solidarität, von füreinander einstehen, von Sorge füreinander, die unverändert sind in meinen Augen. Und es geht, glaube ich, eher darum, ihnen in den modernen Gesellschaften Bedingungen zu schaffen, das auch leben zu können. Diese Bedingungen, die können sich ändern über die Zeit. Als wir uns kennengelernt haben, hast du genau daran gearbeitet, nämlich an der Ethik der Elternschaft. Das weiß ich noch. Das war, das hat dich umgetrieben. Man las oder man guckt ja nicht, wenn man zu Besuch ist, in die Regale, aber ich habe, wenn ich mal bei dir war, im Büro oder zu Hause Bücher gesehen. Deswegen weiß ich, dass du da dran warst. Zu diesem Thema, bist du da gekommen über die vorgelagerten Themen der Debatte der Reproduktionsmedizin, die Debatte der assistierten Reproduktion und hast dann gesagt, das muss größer, das muss breiter gedacht werden? Oder hast du einen anderen Zugang gewählt? Also hast du gesagt, das eine ist Technik, ich muss ganz anders mit dem Thema umgehen, der Elternschaft. Ich glaube, diese Forschungsrichtung von mir sind sehr stark dadurch beeinflusst, dass ich eine Frau in der Wissenschaft bin. Und ich die philosophische Debatte der 60er, 70er, 80er Jahre sehr stark geprägt sah von so einem für mich sehr männlichen methodischen Individualismus. Wenn man sich die Bücher aus der Zeit, diese sehr einflussreichen Werke durchliest, also nehmen wir mal John Rawls, etwa Theory of Justice, dann sind die geprägt von der Vorstellung, dass der durchschnittliche Akteur, um den es hier geht, den die Ethik betrachtet, ein Mann ist im mittleren Lebensalter. Deswegen taucht bei Rawls auch das Thema Familie, Elternschaft, Fortpflanzung im Prinzip nicht auf, allenfalls am Rand. Und Kinder sind keine Themen. Mhm. Und das fand ich dann aus meiner Perspektive sehr unbefriedigend und auch wenig hilfreich. Also diese philosophischen Theorien, die in dieser Zeit entwickelt werden, Theorien von Freundschaft, beispielsweise von Autonomie, die fand ich nur begrenzt übertragbar auf solche klassischen Familiensituationen, Familienentscheidungssituationen. Also wie gehe ich mit meinen Kindern um beispielsweise? Welchen Status haben überhaupt Kinder in der Medizin, aber auch in der Gesellschaft? Wie treffen Frauen Fortpflanzungsentscheidungen und wie sollen sie dabei unterstützt werden oder auch behindert werden? Ja. Das war nicht eins zu eins abbildbar in diesen philosophischen Ausgangstheorien. Und das hat mich motiviert dazu, zu schauen, was gibt es für Alternativen. Es wurde schon einiges entwickelt, gerade aus der amerikanischen feministischen Bewegung stammt dann die Care-Ethik, beispielsweise und Carol Gilligan, in Abgrenzung zum einflussreichen Lawrence Kohlberg damals. Und dann wurde sehr viel über Beziehungen philosophiert. Und das waren klassischerweise feministische Themen. Die fand ich spannend, ich fand sie zutreffender für das, was wir verhandeln, wenn wir über Reproduktionsmedizin sprechen. Und deswegen habe ich mich so einem Begriff wie Elternschaft zugewendet, den ich auch unterkomplex fand in der Art und Weise, wie er behandelt wurde. Würdest du heute das Buch, also mit dem Abstand von fast 20 Jahren, doch 20 Jahren, sogar mehr, anders nennen und vielleicht dass Eltern durch Familie ersetzen oder ging es dir konkret um Eltern? Mir ging es wirklich um Elternschaft in dem Punkt. Und ich wollte vor allen Dingen die Elternrolle der Frau aufwerten.
Im klassischen Konflikt der Gynäkologie und Geburtshilfe, das ist der Schwangerschaftsabbruch. Und da wird in der klassischen Debatte wird die Frau konzipiert als Individuum, das in Opposition steht zum Embryo. Mhm. Der Embryo hat Rechte, die Frau hat Rechte, mhm, und die müssen jetzt in so einer Art Turnier gegeneinander ausgefochten werden. Und das schien mir eine völlig unpassende Betrachtung des Schwangerschaftskonflikts zu sein. Und ich habe überlegt, wie ich das framen kann, und ich habe gedacht, es geht wirklich um die Elternrolle der Frau in dieser Situation. Was bedeutet das eigentlich? Was für Verantwortungsüberlegungen sind damit verbunden? Was für Lebenszeitentscheidungen sind damit verbunden? Mhm. Und welches Gewicht haben diese Entscheidungen? Und wie kann man, wenn man das in Betracht zieht, wie kann man dann den Konflikt, der sich da stellt, anders beschreiben? Und das beschäftigt mich heute immer noch, diese Art von Denken in größeren Kategorien als hier steht ein Individuum und da ist ein anderes Individuum und die haben irgendwie einen Strauß miteinander. Mhm. Diese Theorien, die gehen ja von einem sehr, also nicht nur einem männlichen Akteur aus, sondern von einem sehr rationalen Akteur. Mhm. Und wenn ich Ihre Forschungen anschaue, dann sind einerseits Frauen haben einen eigenen Akteurswert, mhm, und gleichzeitig scheinen mir auch emotionale Aspekte, mhm, wichtig zu sein. Vertrauen, mhm, ist ein Aspekt, der in Ihrer Forschung auftaucht, mhm, aber gerade auch jetzt beim genannten Schwangerschaftskonflikt oder bei der Reproduktionsmedizin haben wir es natürlich auf keiner Seite mit einem komplett rationalen Akteur zu tun. Mhm. Inwieweit haben Sie Gefühle in Ihre Überlegungen einbezogen oder sind sie einfach so eingeflossen? Also welche Rolle spielen solche anderen Akteurskonzepte? Ich habe nicht gezielt Gefühle berücksichtigt in meinen Theorien. Mir ist aber klar, dass unser Leben mehr ist als nur rationale Entscheidungen. Mhm. Und als Ethikerin befasse ich mich ja ohnehin mit Dingen, die eher einen gefühlten Wert haben, mhm, nämlich mit Werten. Mhm. Ja. Ja. Freiheit, mhm, Gleichheit, Gerechtigkeit, das sind, die haben ja auch Gefühlsnoten. Das könnte man jetzt noch ausbuchstabieren, das ist nicht mein Schwerpunkt. Aber diesen Wertgehalt, den wir ihnen beimessen und der uns motiviert zu handeln, der vielleicht sogar die stärkste Triebkraft ist, zu handeln, noch stärker als unsere Vernunftüberlegungen, das anzuerkennen, das scheint mir essentiell zu sein, ja, wenn man als Ethikerin arbeitet. Ja, absolut. Mhm. Du hast mich damals mitgenommen zum Fachverband, da war ich das erste Mal, der Fachverband Medizingeschichte, das ist sowas wie die Gewerkschaft der Medizinhistorikerinnen und Medizinhistoriker in Deutschland. Und ich war da das erste Mal und es war sehr wichtig, dass du pünktlich bist. Wir sind mit deinem Wagen gefahren, weil du und zwei Kolleginnen vorhattet, Gender-Gesichtspunkte in den Fachverband einzubringen. Und ihr hattet auch etwas vorbereitet. So retrospektiv war das gelungen, ist das falsch. Aber würdest du sagen, dass dass das Früchte getragen hat in diesem Fachverband oder war das einfach der falsche Ort? Ich erinnere mich daran nicht mehr, aber ich weiß, dass mir das wichtig war und ich weiß auch, dass es eine gewisse Riege älterer Herren gab im Fachverband, die das eher belustigt zur Kenntnis genommen haben. Aber man muss fairerweise auch sagen, die Medizinhistoriker, die waren immer irgendwie weit im Denken. Die hatten irgendwie einen breiten Horizont und die haben sich für gesellschaftliche Themen interessiert, die nicht unbedingt in der Mitte des Weges lagen. Vielleicht auch, weil die Medizingeschichte im Kanon der Historiker auch so ein Randfach war. Mhm. Ja. Weshalb man sich da vielleicht auch so die eine oder andere Abweichung erlauben konnte. Man war ja eh nicht, der gehörte eh nicht zum konservativen Mainstream. Mhm. Also, ja.
Und insofern war das jetzt gar nicht so, es war jetzt keine Palastrevolution, wenn man mit solchen Themen ankam. Es haben die ältere Kolleginnen haben durchaus schon noch die eine oder andere Schwierigkeit erlebt, die damit, also Women's History und Körpergeschichte vor ja. allen Dingen aufbrachten. Ich selbst fand mich da immer zu Hause auch in meinem Fach mit diesen Themen. Und es hat ja gewirkt, nicht? Also viele Kolleginnen und Kollegen, die aus deinem Einflussbereich stammen, haben dann Körpergeschichte gemacht, Queergeschichte, mhm. Pflegegeschichte mhm. mit Gender-Aspekten. Mhm. Also ich erinnere mich nur, dass es in dieser Situation tatsächlich diese eine Riege gab, die etwas irritiert war und so eine große Bereitschaft, sich auf so ein Thema einzulassen auf der anderen Seite. Das war mein Erstkontakt in diesem Fachverband, deshalb war das interessant. Gleich ich möchte so auch einen zweiten. Bitte? Gleich so ein Schock. Ja, gleich war gleich ein Schock. aber ein sehr interessanter. Ich möchte noch einen zweiten Verein ansprechen, mhm. in dem du lange tätig warst, nämlich die European Association for the History of Medicine. Jetzt keine Gewerkschaft, sondern eher ein europäischer Verein für Medizingeschichte. Und da hast du über 10 Jahre lang den undankbarsten Job gemacht, nämlich die Secretary, das heißt alles, was rein und raus geht. Warum hast du das gemacht? Das lenkt doch ungeheuer ab von der Forschungsarbeit. Nein, das fand ich gar nicht. Das waren so inspirierende Kolleginnen und Kollegen, die ich da kennengelernt habe. Also Ulrich Tröler war ja ein unglaublicher Motivator, Medizinhistoriker, der dann nach Freiburg gegangen ist, auch in Göttingen war vorher. Es gab die skandinavischen Kollegen, die ich ganz wunderbar fand, weil die so eine nüchterne, empirische Herangehensweise hatten an medizinhistorische Themen. Virginia Berridge habe ich in Erinnerung aus den USA, eine auch Suchtforscherin übrigens, beeindruckende Frau. Also das war Lebenselixier. In dieser Gesellschaft zu sein, war Lebenselixier, weil man so viele Menschen traf, die irgendwie down to earth waren. Ich kann das gar nicht anders bezeichnen. In Deutschland war ja der Universitätsprofessor durchaus immer noch so ein in meiner Zeit ein bisschen abgehobenes Wesen. Ja. Und gerade die angelsächsischen, die skandinavischen Länder hatten für mein Gefühl einen Professortypen, der nicht beeindrucken wollte, per se jetzt erst einmal. Und seine Titel nicht vor sich her trug. Mhm. Pragmatisch war. Pragmatisch, genau. Effizient auch auf eine Art und Weise. Das fand ich sehr angenehm. Sie haben auch in vielen anderen Gremien gewirkt. Zum Beispiel waren Sie Mitglied im Deutschen Ethikrat. Was macht man in solchen Funktionen? Und ist das anders als das, was man in der Akademie macht? Ja, das war anders. Das stimmt. Das war einerseits für mich eine große Freude, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich bin 2012 berufen worden, wenn ich es richtig erinnere, und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon den Eindruck, dass Medizinethik so langsam anerkannt wird und etabliert wird an den medizinischen Fakultäten, aber in der Bundesrepublik noch nicht so besonders bekannt war. Und dann berufen zu werden in den Ethikrat, dachte ich, Mensch, das ist doch jetzt irgendwie, du hast doch irgendwie einen guten Weg gewählt. Du hast die richtige Entscheidung getroffen mit diesem Fach. Mhm. Wenn das gesehen wird, also wenn das von höchster Stelle, nämlich vom deutschen Parlament gesehen wird. Mhm. Man wird ja als Mitglied des Ethikrats vom Parlament berufen, nominiert vom Parlament und der Bundesregierung. Also das ist durchaus schon irgendwie eine Nummer. Dann war allerdings dann das, was in den ersten Jahren im Ethikrat passierte, schon auch etwas ungewöhnlich. Plötzlich war ich zurückkatapultiert in die 90er Jahre, war so mein Gefühl. Also alles das, was wir als Ethiker im Fach erreicht hatten, also eine offene Debatte, eine Anerkennung von gegensätzlichen Positionen, ein Versuch, Kompromisse zu suchen, das war viel mühseliger plötzlich. Also plötzlich wurde wirklich gefightet
Es hatte natürlich auch eine politische Dimension, worüber wir gesprochen haben. Es ist schon klar, dass das ganz andere Auswirkungen hatte als das, was wir vielleicht auf irgendwelchen Tagungen diskutiert haben. Aber die Art und Weise der Auseinandersetzung fand ich am Anfang recht unangenehm. Und diesen nüchternen, rationalen Stil, den ich als angenehm erlebt habe in der Ethik, was nicht heißt, dass nicht Emotionen berücksichtigt werden können, aber man diskutiert darüber in Anerkennung der Tatsache, dass andere Menschen andere Positionen haben können. Das war nicht mehr da, dieses Gefühl war nicht mehr da. Es war plötzlich wirklich ein Kampf um Redezeit, um überhaupt gehört werden, um einen gewissen Respekt vor den eigenen Aussagen. Das habe ich am Anfang als unangenehm empfunden, das muss ich sagen. Es hat 2 oder 3 Jahre gedauert, bis ich den Eindruck hatte, jetzt habe ich mir auch eine Position erarbeitet, mir wird überhaupt auch erstmal zugehört in dieser Runde. Und das ist ein bisschen, das war insofern frustrierend, weil das ja eigentlich sozusagen das Vorbildgremium sein sollte für die Art und Weise, wie ethische Debatten stattfinden sollen. Aber du warst dann im Vorsitz. Konntest du da Stil verändern und Themen setzen oder war das auch ein Getriebensein? Ich konnte ein bisschen Themen setzen, habe auch ein paar Themen dann aus meinem eigenen Arbeitsfeld in den Ethikrat hineingebracht. Es hat sich insgesamt die Stimmung etwas entspannt. Ich glaube, es hatte auch etwas damit zu tun, als das noch als ich in den Ethikrat kam, auch noch Ex-Politiker Mitglied des Ethikrats waren, die dann so langsam ausgeschieden sind, weil man ja nur eine begrenzte Lebenszeit, Amtszeit hat im Ethikrat. Und gerade die Politiker haben das als politische Agenda oder politische Arena begriffen, die man durchaus auch mal mit einem hinterhältigen Trick irgendwie beherrschen kann. Ich hatte den Eindruck, es spielt sich langsam wirklich so etwas wie eine etwas normalisiertere Debatte ein, in der man eben über kontroverse Themen so diskutiert, dass man es berücksichtigt, dass es fundamental entgegengesetzte Meinungen geben kann zu der eigenen Position. Und vielleicht hat das aber auch etwas damit zu tun, dass wir als Gesellschaft insgesamt mehr lernen, solche Diskussionen zu führen. Und es zur Kenntnis zu nehmen, dass die gleichen Motivationen und auch vielleicht die gleichen Werte, Gerechtigkeit zum Beispiel, zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen können im Lebenspraktischen dann am Ende. Du warst auch in der zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer. War da die Stimmung eine andere? Und was ist das für eine Gruppe? Da war die Stimmung eine andere. Verständlicherweise am Ende muss man sagen, weil natürlich wir da von der Bundesärztekammer berufen werden in das Gremium und die hat kein Interesse daran, Leute in ein Gremium zu rufen, die sich nur untereinander streiten. Das ist nicht beabsichtigt und insofern war das insgesamt ein kollegialeres Zusammenarbeiten. Und letztendlich, ich will nicht sagen, dass wir haben nicht die Interessen der Ärzteschaft vertreten, das kann man nicht sagen, aber wir waren, glaube ich, als Gruppe gemeinsam sozialisiert in diesem medizinischen Denken und dadurch nicht so kontrovers eingestellt. Im Ethikrat, im Unterschied dazu, da war ja das Ziel regelrecht, die sehr konträren Positionen da hinein zu berufen, denn wenn man sowohl von den Linken wie von der CDU, CSU und mittlerweile ja sogar auch von der AfD nominiert werden kann in ein solches Gremium, dann ist es klar, dass dieses Gremium von vornherein auf eine Kontroverse hinausgerichtet ist. Es ist auch gut so, dass das so ist. Kontroverse als solche ist nicht schlecht, finde ich immer. Es geht um die Art und Weise, wie man sie führt. Und konntest du in dieser Arbeit, in diesen beiden unterschiedlichen Gremien, die sich mit Ethik befassen, von deiner früheren Arbeit als Medizintheoretikerin und Historikerin profitieren? Oder war das irrelevant? War es wirklich reine Philosophie?
Das kann ich gar nicht beiseite lassen. Ich habe immer den Eindruck, wir leben in einer sich wandelnden Welt. Ich selbst bin Zeugin historischer Prozesse. Und mit mehr Lebenserfahrung stelle ich auch fest, das ist oft tatsächlich so. Die Dinge bleiben nicht immer so, wie sie sind. Die ändern sich. Und wir können etwas dazu tun, dass die Welt einen Weg einschlägt, den wir für gut halten. Und dieser Glaube daran, dass sich etwas verändern kann, zum Positiven verändern kann, das Wissen darum, dass sich etwas zum Negativen verändern kann, gibt einem eine bestimmte Haltung in solchen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Das verhindert das wirklich, dass ich selber nihilistisch werde. Nach dem Motto, ich führe die ewig gleichen Auseinandersetzungen mit diesem Vertreter der katholischen Theologie, ja, um das mal zum Beispiel zu nehmen, über die Zulässigkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Nein, ich denke, die Welt ändert sich und wir ändern uns mit ihr und wir finden vielleicht auch konstruktivere Positionen. Sie haben eben gesagt, der Ethikrat ist etwas gemäßigter geworden in seinem politischen oder im politisch scharfen Ton. Gleichzeitig von außen betrachtet haben wir ja ein paar Jahre jetzt der Corona-Pandemie hinter uns, wo gerade medizinethische Fragen zu sehr polarisierten Auseinandersetzungen geführt haben. Inwieweit kann man da überhaupt als Ethikerin Einfluss nehmen? Inwieweit wollen Sie Einfluss nehmen? Weil man bezieht wahrscheinlich auch viel politische Prügel, wenn man sich exponiert. Ja, also meine Kollegin Alena Büchs, die ja dann die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats in der Pandemie war, die habe ich sehr bewundert dafür, dass sie ihren Kopf hingehalten hat und hat auch in manchen Situationen so einen Shitstorm geerntet, dass sie sich zurückgezogen hat, aus Social Media zurückgezogen hat, auch einmal lange darüber berichtet hat, dass für sie wieder der kritische Punkt war, als ihre Familie angegriffen wurde und ihre Privatadresse im Netz verbreitet wurde. Ich habe das Glück gehabt, davon verschont gewesen zu sein, aber ich habe mich trotzdem sehr viel geäußert. Ich hab viel das Radio genutzt als Medium und ich finde nach wie vor, dass Deutschland eine vorbildliche Radiolandschaft hat, die so ungeheuer demokratiefördernd ist und letztendlich auch wissenschaftsfreundlich ist, aber eben im wissenschaftsfreundlichen im Sinne, dass sie Kontroversen über Wissenschaft führen, einladen dazu, die eben auch wiederum nicht nihilistisch motiviert sind. Das fand ich unglaublich bereichernd, daran teilhaben zu können. Und damit die gesellschaftlichen Prozesse ein bisschen mitsteuern zu können in der Pandemie. Am Ende ist es ja so, dass wir aus diesen starken Oppositionen heraus mussten, also entweder Freiheit des Individuums oder keine Toten im Krankenhaus. Ja, so eine Entgegensetzung. Und aus diesen Oppositionen, aus diesen krassen Gegensätzen herauszukommen und sich zu überlegen, was sind vernünftige Vermittlungspositionen zwischen diesen beiden ja gleichbedeutend wichtigen Werten. Und daran teilhaben zu können, das fand ich sehr befriedigend. Da sind wir ja wieder im Wien des 19. Jahrhunderts und der Cholera und was darf man zumachen. Ja, bei all diesen politischen Tätigkeiten bist du trotzdem auch in der Forschung weiter sehr aktiv gewesen und hast jetzt eine Forschungsgruppe. Das ist eine DFG-Forschungsgruppe. Das ist etwas sehr Herausragendes. Das kriegt man nicht alle Tage und man muss einen sehr großen Antrag stellen. Sehr langen Anlauf nehmen. Deiner hat das Thema Medizin und die Zeitstruktur guten Lebens. Was verbirgt sich dahinter? Nicht nur in der Gegenwart zu denken, sondern Zeit mitzudenken. Wir sind eine Gruppe von Personen, die sich mit sehr unterschiedlichen Lebensabschnitten beschäftigen und fragen, was eigentlich Zeit mit uns macht. Also im Alter ist es ja ganz offensichtlich, die Lebenszeit ist plötzlich begrenzt,
die Medizin diskutiert, aber über Verlängerung des Lebens, vielleicht sogar Unsterblichkeit, Transhumanismus. Was macht das mit uns? In welchen Horizonten leben wir? Wie verändern sich unsere Vorstellungen vom guten Leben, wenn die Medizin plötzlich unser Horizont krass begrenzt und sagt, ihre Lebenserwartung ist noch ein Jahr? Dieses Zusammenspiel von medizinischen Möglichkeiten, Vorstellungen von gutem Leben, die uns leiten, die auch ethische Entscheidungen leiten, und gleichzeitig der Zeit, die immer präsent ist, immer als Vergangenheit präsent ist, als Zukunftsoption präsent ist, als Begrenzung der Zukunft präsent ist. Das ist das Thema, das wir alle gemeinsam verfolgen. Das ist hochrelevant, finde ich, auch gerade für die Reproduktionsmedizin. Es werden so viele Entscheidungen gefällt, die so langfristige Auswirkungen haben. Wenn ich einen Samenspender zu Hilfe nehme, um die Infertilität meines Mannes zu überbrücken und eine Familie damit gründe, dann hat das in 20 Jahren womöglich einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie mein Kind sich fühlt, was es für eine Persönlichkeit entwickelt, welche Identität es hat, wo es sich es zugehörig fühlt. Es ist schon fast ein Wunder, dass wir es schaffen, als Familien, als Gesellschaft, solche langen Zeitabschnitte in irgendeiner Weise konstruktiv zu überbrücken und in unser Denken und in unsere Identität einzubauen. Und solche Fragen aus einer längeren Zeitperspektive zu untersuchen, das ist das Gemeinsame, was diese Forschungsgruppe umtreibt. Und am Ende geht es tatsächlich auch darum, diese zeitlichen Begrenzungen, die in der Medizin so strukturell verankert sind. Also es gibt die Kinderheilkunde, es gibt die Frauenheilkunde, es gibt die Geriatrie und dann gibt es noch irgendwas irgendwo dazwischen. Ja. Diese zeitlichen Begrenzungen einmal in Frage zu stellen und zu fragen, was ist mit Kindern, die eine Herzerkrankung haben und jetzt erwachsen werden. Und es weiß aber eigentlich nur der Kindermediziner, wie mit diesem Herzfehler umzugehen ist. Was ist mit Frauen, die mit Hilfe von Eizellspende ein Kind bekommen im Alter von 50 oder 55 Jahren und plötzlich mit Gynäkologen konfrontiert sind, die gar nicht wissen, was eigentlich eine Schwangerschaft in dem Alter bedeutet? Also auch diese Grenzen der Fächer einmal in Frage zu stellen und so etwas wie eine diachrone Perspektive in die Medizin hineinzubringen, auch das finden wir spannend. Da hebt ja auch irgendwo die Medizingeschichte und die Medizintheorie wieder ihren Kopf hoch, die du mal gelernt hast, nicht nur über den Begriff Zeit, sondern eben auch über die ganzen Fahrtabhängigkeiten, die in euer Projekt da hineinragen. Mhm. Wie viele Projekte seid ihr? Wir sind 7 Teilprojekte und ein zentrales Integrationsprojekt, das braucht man immer. Und was spannend ist, dass es in diesen Projekten von vornherein interdisziplinärer Zusammenarbeit gebahnt ist, weil oft 2 oder 3 Projekte enger zusammenarbeiten. Also wir haben 2 Projekte, die sich mit der Medizin im Alter befassen. Und einmal das von einer philosophisch-medizinethischen Perspektive beleuchten und einmal von einer allgemeinmedizinischen Perspektive beleuchten. Das ist eine hochrelevante Frage für Allgemeinmediziner, die mit hochaltrigen Patienten zu tun haben und deren Behandlungsbedürfnisse etwa nicht wirklich gut kennen, weil sie abweichen von dem, was man vielleicht von einem 60-Jährigen erwarten würde. Und ich habe das fortpflanzungsethische Thema natürlich, das ist mein Steckenpferd und ich arbeite mit SoziologInnen zusammen auf diesem Feld, aber auch mit der Psychosomatik, die junge, herzkranke Patienten betreuen, die sich aus der Zeit geworfen fühlen. Die haben eine Erkrankung, die sind vielleicht 30 Jahre alt und haben schon einen Herzinfarkt erlitten und fühlen sich wie ihr eigener Opa.
Opa und nehmen die gleichen Medikamente wie der Opa ein, die da auch auf dem Blutdruckgerät und liegt da auf dem Tisch und das und die gleichen Medikamente gegen einen weiteren Herzinfarkt. Und wir müssen in einer solchen Situation jetzt darüber nachdenken, ob sie überhaupt vielleicht noch eine Familie gründen sollen oder ob ihr Zeithorizont nicht so begrenzt ist, dass das gar keinen Sinn mehr macht. Und das ist spannend, also von so unterschiedlichen Seiten Anregungen zu bekommen, Interviews mit diesen jungen, herzkranken Menschen etwa zu vergleichen mit dem, was ReproduktionsmedizinerInnen über ihr Klientel denken, welche Optionen sie jungen Frauen anbieten in der Vorstellung, ja, also Fortpflanzung findet eben nur mal statt zwischen 25 und 40 und danach dann eben nicht mehr. Wir sind noch in der Anfangsphase, aber wir sind ganz begeistert dabei, uns über diese Fragen auszutauschen und etwas zu lernen von den anderen Fächern. Ich nehme an, es sind nicht nur Postdocs beteiligt, sondern auch Menschen, die eine Promotion machen. Mhm. Ist so ein Projektverbund aus deiner persönlichen Sicht, ist das eine Chance für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Forschungsbereiche wie Geschichte und Ethik der Medizin reinzukommen? Oder ist das eine Gefahr, dass sie in einem Nischenfach landen mit wenig Perspektive? Also du kennst den Spruch, den uns Historikerinnen und Historiker immer sagen, einmal Medizingeschichte, immer Medizingeschichte. Und das meinen die nicht immer nur nett, sondern als Begrenzung. So gemein sind wir gar nicht. Ja, ich persönlich habe damals auch in einem Projekt bei Claudia Wiesemann angefangen. Und für mich war es eine Riesenchance übrigens auch, weil du mir mal gesagt hast, als ich so nicht wusste, wie es weitergeht. Wenn man was nur wirklich will, dann haut das auch hin. Du hast das mit deinem Studium ja auch erzählt. Ja, aber zurück, ist das mehr Fluch oder mehr Segen, so ein Projekt aus Sicht von Menschen, die da drin anfangen zu arbeiten in der heutigen Zeit? Auf jeden Fall mehr Segen. Ich habe den Eindruck, die Berufschancen sind nicht schlecht für Menschen, die im Bereich, diesem Querschnittsbereich arbeiten von Medizin, Ethik, Soziologie, Geschichte. Und ich erlebe auch eine große Begeisterung für diese Fragestellung. Das ist so sehr motivierend. Da müht man sich nicht ab. Also man muss sich natürlich immer auch abmühen, wenn man eine Promotion schreibt. Aber man hat so diese durchgehende Motivation, etwas zu machen, was eine wirkliche Relevanz hat, eine gesellschaftliche Relevanz hat. Und das ist ja sehr beflügelnd. Und ich habe immer noch den Eindruck, ich kann meine Mitarbeitenden am Ende, ich kann denen einen beruflichen Weg eröffnen, der für sie nicht in der Sackgasse landet. Ich habe zum Glück jetzt in meiner ganzen Zeit als Leiterin eines Instituts niemanden in die Arbeitslosigkeit schicken müssen. Also das ist, glaube ich, schon ein großes Geschenk, wenn das möglich ist. Und und ich erlebe es auch, dass die Wissenschaftswelt durchlässiger wird für Karrieren. Also es ist, man muss nicht immer zwangsläufig ein Jurastudium absolviert haben, um am Ende vielleicht in der Personalentwicklung zu landen. Das kann man eben auch schon mit einer anderen Ausbildung. Das kann man auch als Philosoph mittlerweile offensichtlich. Ja. Diese größere Durchlässigkeit ist schon auch eine angenehme Seite des Systems. Und diese vielen kleinen interdisziplinären Studiengänge und Lebenswege, die sich auftun, die doch irgendwie zeigen, dass es unsere Gesellschaft mehr und mehr zu schätzen weiß, was unterschiedliche Fächer gemeinsam zu der Lösung eines gesellschaftlichen Problems beitragen. Ich glaube, die Klimakrise ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie viele Fächer an diesem Thema zusammenarbeiten, um die Dimensionen deutlich zu machen und auch die notwendigen Lösungen aufzuzeigen. Diese Frage der Interdisziplinarität, die ist ja, oder die Kraft der Interdisziplinarität ist ja in Ihrem Lebenslauf schön absehbar. Jetzt haben Sie gesagt, naja, wir müssen durchlässiger werden. Würden Sie dann so weit gehen, dass Sie argumentieren würden, um Medizinethik zu machen, braucht man kein Medizinstudium mehr? Weil oh ja.
Das heißt, Sie würden sagen, Ihre medizinische Expertise ist nicht der Kernpunkt, der Sie befähigt, bestimmte Situationen einschätzen zu können. Ja, das ist so. In meinem Institut, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, ich bin tatsächlich die letzte ausgebildete Medizinerin in einem Stamm von 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die aus sehr unterschiedlichen Fächern, Fachbereichen kommen und jedes Mal eine neue spannende Perspektive einbringen. Also unsere letzte Entwicklungsrichtung ist die in Richtung partizipativen Verfahren in der Medizin und das kriegt so eine empirisch-kulturwissenschaftliche Dimension. Damit habe ich nicht gerechnet, als ich mit Medizinethik angefangen habe. Da war das klassischerweise philosophisches Denken, was man brauchte. Mhm. Nein, das Fach ist offen. Das ist sehr schön daran. Das hat eine unglaubliche Bandbreite von spannenden Themen mittlerweile. Von eben einer sehr theoretischen Abhandlung über den Begriff der Autonomie etwa, bis hin eben tatsächlich, wie ich gerade sagte, zur Erprobung partizipativer Verfahren, Einbeziehung etwa von Patientinnen und Patienten in Forschungsplanung und Forschungsdurchführung, die eben sehr empirisch ausgerichtet ist, die praktische Kenntnis von Beteiligungsverfahren erforderlich macht. Also es hat eine unglaubliche Bandbreite und es ist sehr, sehr gut so, dass es so ist. Die medizinischen Fakultäten selbst sind noch nicht so offen, wie ich es mir wünschen würde. Es ist immer noch so, dass Professuren ausgeschrieben werden und in der Ausschreibung steht, es muss ein Mediziner sein. Das hat sich so ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Es könnte noch mehr werden, wie ich finde. Ich würde noch mal eine Frage gerne stellen, zur knüpft schön an die Ausweitung an. Sie haben eben bei der DFG-Forschergruppe dargelegt, wie das Diachron sich ausgeweitet hat. Bei den Themen, die Sie bearbeiten, sehen wir ja auch eine unmittelbare internationale Relevanz, also beispielsweise Samenspende, Eizellspende. Ich kann mich erinnern, beim ersten Lockdown habe ich einen wirklich sehr beeindruckenden Bericht gesehen über Babys, die von Leihmüttern ausgetragen worden sind und dann in der Ukraine festsaßen und nicht nach Westeuropa oder vor allem in die USA geflogen werden konnten, wo diese internationale Dimension wichtig ist. Wie geht die Medizinethik damit um? Weil sie ist ja immer noch eine zumindest institutionell nationale verfasste Wissenschaft. Ja, und das kann man auch nicht eliminieren, weil es natürlich das Recht, das lokale Recht so sehr hineinspielt in das als Denkbegrenzung und auch als Begrenzung des Handelns. Aber natürlich ist die internationale Perspektive unglaublich wichtig als Bereicherung. Man kann sich Anregungen holen von anderen Ländern. Wie löst ihr eigentlich das Problem X oder Y? Mhm. Man kann auch sehen, dass Länder diese Wertekonflikte unterschiedlich aushandeln, etwa. Also den Konflikt zwischen Autonomie und Solidarität etwa, den ich eben angesprochen habe im Rahmen der Pandemie. Man kann auch sehen, wo was schiefläuft. Also andere Länder sind ja auch so eine Art Studienfeld für fehlgehendere Regulationen, wenn es überhaupt Regulationen gibt. Also die internationale Perspektive ist enorm wichtig. Ich selbst habe in meiner Ausbildung zur Medizinethikerin sehr von der amerikanischen Bioethik profitiert, die uns ja ein paar Jährchen voraus waren. Aber jetzt ist es eigentlich so, ich glaube, Europa hat wirklich aufgeholt. Wir haben eine sehr spannende europäische Medizin und Bioethik. Ich war gerade in Schweden auf einer Tagung zu intrafamiliärer Fortpflanzung. Das heißt, wenn Familienmitglieder für andere Familienglieder hilfreich sind bei unfreiwilliger Kinderlosigkeit, also etwa die Schwester trägt das Baby aus für ihren schwulen Bruder, der mit seinem Partner zusammen sonst kein Kind bekommen könnte. Was sind das für besondere Konstellationen für die Medizinethik, die daraus resultieren?
Das war jetzt das Thema dieser Konferenz und da ist es sehr spannend, von anderen Ländern zu lernen. Mhm. Ich erlebe das als ganz wunderbar bereichernd und tausche mich sehr gerne mit Kollegen aus dem Ausland aus. Wir würden gerne die Diskussion für unser Publikum öffnen. Wir haben an beiden Seiten ein Mikrofon stehen und wir haben viele Themen ja nur anreißen können, viele spannende Fragen, die Frau Wiesemann bearbeitet. Wer immer eine Frage stellen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Und haben wir einen Chat, Frau Ilmer, heute? Haben wir einen Chat? Nicht gut. Ansonsten haben wir auch noch ganz viele Fragen auf unserem Zettel. Solange noch gegrübelt wird, wollte ich noch fragen, du hast ja für deine Arbeit einige Ehrungen bekommen. Zuletzt den Wissenschaftspreis des Landes Niedersachsen. Was bedeuten solche Ehrungen? Also dir persönlich, glaube ich, man freut sich, aber für die Wissenschaft allgemein, ist sowas wichtig oder ist das Folklore? Nein, das war, also dieser Wissenschaftspreis, der war wunderbar, weil er gezeigt hat, dass die Medizinethik angekommen ist. Ich habe ja letztendlich dann ein Fach zu meinem Thema gemacht, das es vor 30 Jahren in Deutschland nicht gab. Auch in den 90er Jahren, als ich mich damit beschäftigt habe, viel Fragezeichen ausgelöst hat. Was ist das? Was machst du da? Und selbst meine so verehrte Doktormutter Nelly Tsuyopoulos sagte, was machst du da? Das geht vorbei. Und sie hat sich eigentlich so nie getäuscht. Aber an dem Punkt muss ich sagen, Nelly, sorry, das war falsch. Und dieses langsame Anwachsen der Bedeutung dieses Themas zu sehen, was ich wirklich auch für wichtig hielt, das war eine große Befriedigung für mich. Und am Ende dann im Establishment anzukommen, dass man einen Preis bekommt, das hat mich gefreut. Und das freut mich jetzt auch immer noch. Und ich stehe ja schon fast am Ende meiner beruflichen Laufbahn, nicht unbedingt vielleicht wissenschaftlichen, aber beruflichen Laufbahn. Und dann am Ende so etwas, so eine Anerkennung zu bekommen für Themen, die lange Zeit Außenseiter-Themen waren, das tut sehr gut. Ich glaube, da kommt eine Frage. Ja, vielen Dank. Das war wirklich ungeheuer spannend und sehr bereichernd. Mich interessiert eigentlich, Sie hatten eben über diese zeitliche Ebene, zeitliche Dimension gesprochen. Wie sehen Sie das? Wir haben auf der einen Seite diese Möglichkeit, die Medizin bietet, das Leben zu verlängern. Transhumanismus, haben Sie gesagt. Auf der anderen Seite haben wir die Begrenzung, die uns ja jetzt irgendwie im Moment täglich stärker zu Bewusstsein kommt durch die Klimakrise. Irgendwie, also wie kriegen wir das zusammen und was können wir machen irgendwie in ethischer Hinsicht, um damit zurechtzukommen. Also das wäre meine eine Frage. Und die andere Frage ist vielleicht ein bisschen persönlicher, wie Sie das sehen würden. Sie haben ja gesagt, Sie haben sich sehr stark auch als Frau in der Wissenschaft gesehen. Würden Sie jetzt im Verlauf der langen Zeit, würden Sie sagen, dass sich da sehr viel geändert hat? Ja, es hat sich sehr viel geändert. Es hat sich sehr viel geändert. Das ist für mich schlagendste Beispiel ist, ich habe in sehr vielen Kommissionen schon gesessen und es war immer so, dass die Mehrheit Männer waren. Und wenn es gut war, dann war ein Drittel Frauen. Aber ich habe auch in Kommissionen gesessen, wo ich die Einzige war. Dafür ist die Leopoldina dann ordentlich geohrfeigt worden. Das war jetzt in der Pandemie einmal. Ja. Woran sich schon ein gesellschaftlicher Wandel dann auch gezeigt hat. Jetzt bin ich in eine Kommission berufen worden von drei Ministerien, die heißt Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin und soll im Auftrage der Ampelregierung einmal untersuchen, ob der Schwangerschaftsabbruch der Paragraph 218 reformiert werden soll und zum anderen untersuchen, ob wir in Deutschland Eizellspende und Leihmutterschaft zulassen wollen. Und in dieser Kommission sind
jetzt darf ich, hoffe ich, es riecht ja bei 18 Mitglieder und davon 3 Männer. Und das kann man vielleicht auch umgekehrt jetzt wieder kritisieren. Ich finde ehrlich gesagt, das sind so klassische Themen, die immer den Frauen aufs Auge gedrückt wurden, jetzt mal sagen, für die immer Frauen verantwortlich waren. Ich finde diese Verteilung richtig und auch angemessen für diese Thematiken. Aber daran merkt man einen unglaublichen gesellschaftlichen Wandel. Und das ist ein, für mich ist das gut, weil ich, warum ist das eigentlich ist gut? Ich finde tatsächlich, dass Kommissionen gut tut, wenn sie diverser sind. Es kommen tatsächlich andere Blickwinkel in die Themen, die diskutiert werden, hinein. Je mehr gesellschaftliche Vielfalt wir abbilden, desto spannender werden die Themen, die wir diskutieren können und müssen auch letztendlich. Und die andere Frage ist viel schwerer zu beantworten, die Sie mir gestellt haben. Was können wir eigentlich beitragen als Medizinethiker zur Bewältigung der Klimakrise? Wir können immer nur wieder uns hinstellen und sagen, nehmt diese Themen bitte ernst. Sie haben eine eklatante moralische Dimension. Was können wir vor unseren nachfolgenden Generationen rechtfertigen? Was für ein Recht haben wir, die Ressourcen aufzubrauchen, die nachfolgende Generationen benötigen? Und das kann ich versuchen, als Medizinethikerin beizutragen. Und ich gebe zu, das ist immer noch begrenzt, was ich da leisten kann. Das ist sehr, sehr begrenzt. Aber vielleicht hilft selbst diese Rückendeckung, ein Stück dieser gesellschaftlichen Bewegung, die Anerkennung zu verschaffen, die sie braucht. Frau Ilmer. Ja, ich will mich auch erstmal ganz herzlich bedanken, weil ich die Diskussion bis jetzt auch sehr, sehr spannend finde. Und was ich mich schon immer gefragt habe bei Medizinethikerinnen und Medizinethikern, wie stark spielt eigentlich so eine persönliche Haltung oder die eigene ethische Überzeugung oder die eigene moralische Überzeugung bei solchen ethischen Abwägungen eine Rolle? Also wie stark prüft man, welche ethischen Argumente in einer Sache liegen und wie stark ist man determiniert durch eine eigene Haltung und wodurch wäre die zum Beispiel bei Ihnen bestimmt, würde mich sehr interessieren. Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, bei so hoch umstrittenen, in der Gesellschaft sehr kontrovers diskutierten Themen, wie zum Beispiel beim Corona-Lockdown medizinische Fragen, aber auch, Sie haben sich ja auch positioniert zum Beispiel zur Transidentität bei Jugendlichen, zu solchen Gesetzen, wie stark ist man da auch als Wissenschaftlerin in seiner wissenschaftlichen Haltung, die man dazu einnehmen kann, frei von, sage ich mal, gesellschaftlichen Debatten, die jenseits der Wissenschaft davon existieren. Macht man sich davon frei? Hat man als Wissenschaftlerin Angst, na, wenn ich mich jetzt in so eine Richtung sehr stark positioniere oder sehr stark da eine Haltung einnehme, gerate ich in einen Shitstorm, der wiederum auch meine wissenschaftliche Arbeit beeinflusst? Wie ist das bei Ihnen? Ja, die Sorge treibt mich immer um, dass ich auch mal mit einem Thema tatsächlich in solche Stürme geraten kann, gesellschaftliche Stürme geraten kann. Das muss man, glaube ich, auch realistischerweise immer im Auge haben. Das hat Eigendynamiken, die manchmal rational nicht zu erklären sind. Ich bin froh darüber, dass ich verschont wurde im Laufe meines Wissenschaftlerinnen-Daseins von solchen Shitstorms bislang. Aber das kann sich auch noch ändern. Das andere Thema, die andere Frage, die Sie gestellt haben, wie sehr sind die Themen und die Art und Weise, wie man diese Themen bearbeitet, von der individuellen Persönlichkeit beeinflusst. Und das ist, glaube ich, sehr stark der Fall. Ich habe jetzt ein sehr instruktives Beispiel auf dieser Tagung zur intrafamiliären Fortpflanzung. In Schweden war eine rumänische Wissenschaftlerin, die schon lange in Schweden lebt. Ich habe ein sehr starkes Plädoyer für die Berücksichtigung von Familieninteressen gehalten auf dieser Tagung und sie hat mir heftig widersprochen und sie hat es begründet, sagt ich, das erinnert mich so sehr an meine
Kindheit in Rumänien, als in der Diktatur doch der Staat alles war und das Individuum nichts zählte. Und ich will nie wieder dahin zurückkehren. Und wie du über die Familie redest, das erinnert mich unglaublich stark an diese Art der Diktatur, in der eben auch so etwas wie Familienideale eine selbstständige Rolle beanspruchen können. Und die Familie nicht nur die Summe der einzelnen Individuen ist, sondern mehr als das. Und das war eine gute Diskussion, die wir hatten. Und ich konnte ihr noch nicht mal widersprechen. Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt sogar, unsere Debatten müssen so reichhaltig sein, gesättigt sein mit Lebenserfahrung, weil alle diese Lebenserfahrungen ja uns zeigen, wie es gehen kann, wie es schief gehen kann und mit was für Vorurteilen womöglich man auch in ein Thema hineingeht, was die Erfahrungen von anderen Menschen sind. Und erst auf dieser Basis können wir gemeinsam überlegen, was könnte ein konstruktiver Ausweg sein aus dieser Vielfältigkeit der Lebenswirklichkeiten und Lebenserfahrungen? Sie haben eben gesagt, Ihr wissenschaftliches Leben ist ja noch nicht am Ende, auch wenn Ihr berufliches Leben sich dem Ende neigt. Und gerade haben wir ja gelernt, dass Lebenssättigung etwas Wichtiges ist. Mhm. Welche Themen würden Sie denn gerne in Ihrem weiteren wissenschaftlichen Leben mit dieser Lebenssättigung noch bearbeiten? Welche Bücher dürfen wir noch lesen und auf welche dürfen wir uns freuen? Ich möchte gerne noch, jetzt äußere ich mich vor Zeugen, also vor einer Kamera, und das ist immer ganz heikel. Wir können das rausschneiden später. Genau. Wünsche und Pläne, die können sich ja ändern, das ist sehr legitim. Okay, gut, danke, dass Sie mir diese Brücke bauen. Genau. Ja, ich möchte tatsächlich gerne ein Buch schreiben über die Rolle der Zeit in unseren Entscheidungen, mhm. Und über die Rolle der Zeit für ethische Reflexion. Das scheint mir doch, je länger ich mich jetzt im Rahmen der Forschergruppe damit beschäftige, ein mehr und mehr wichtiges und spannendes und auch komplexes Thema zu sein. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich jetzt schon in einem Alter bin, in dem ich zurückschauen kann auf mehrere Jahrzehnte berufliche Erfahrung und Lebenserfahrung und versuchen möchte, daraus vielleicht nochmal so etwas wie eine kondensierte Perspektive auf gesellschaftliche Veränderung, auf Ziele der Medizin auch womöglich zu werfen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Da lacht natürlich mein Historikerinnenherz. Das ist die Zentralperspektive, die wir haben, die Zeit und der Wandel. Mhm. Und insofern sind Sie genauso, denke ich, Medizinhistorikerin wie Medizinethikerin. Liebe Frau Wiesemann, wir danken sehr für ein wundervolles Gespräch. Und was mich sehr beeindruckt hat, war wirklich dieser Bogen von einer Leidenschaft für Geschichte und Geisteswissenschaften, die sich am Anfang noch nicht so ganz durchsetzen konnte, und den Funken, die Sie aus dieser Leidenschaft und dieser interdisziplinären Ausbildung dann im Laufe Ihrer Karriere ziehen konnten für uns alle. Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Vielen Dank an Sie, dass Sie alle zugehört haben. Und danke ans Deutsche Hygienemuseum, dass wir zu Gast sein durften. Danke an Sie alle. Vielen Dank.